Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich zu Hause. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich nicht in den Stall kann, sondern ich habe einfach mir gedacht, ich gebe euch Tipps und zwar zum Thema Langeweile. Die kommt sicherlich jetzt dann auf, wenn man in Quarantäne sitzt oder einfach nur zu Hause ist und man weiß nicht mehr, was man alles so anstellen soll. Kann natürlich auch nicht während dem Coronavirus passieren, sondern zum Beispiel auch in den Ferien. Und ich habe heute ein paar Tipps für euch, was ihr alles so machen könnt. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem. Vielen von euch geht es sicherlich so, dass sie jetzt zu Hause sitzen und vielleicht auch gar nicht raus dürfen. Bei uns zum Beispiel in Österreich gibt es eine Ausgangssperre. Ich weiß nicht, ob sie bei uns noch kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich denke allerdings auch, dass ganz viele diesen Wahnsinn nicht mehr hören können. Generell Corona können sicherlich ganz viele nicht mehr hören. Deshalb starten wir jetzt auch gleich mit dem Video. Ich zeige euch zum Beispiel, wie man so ein cooles Halfter selber macht, also wie man diesen Nasenriemen hier ein bisschen aufpimpt und noch ganz viele andere Tipps zeige ich euch und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Als allererstes solltet ihr natürlich checken, was ihr alles im Kühlschrank habt und dann erst schauen, was ihr backen könnt. Ich muss jetzt halt auch gerade mal noch schauen, für was ich alles was brauche. Und ich habe aber auch schon eine Idee, was ich machen möchte. Und zwar, ich liebe Marmorkuchen. Und jetzt schaue ich gerade, ob hier ein Marmorkuchen drin ist. Aber mit Sicherheit. Und dann werde ich mir einen leckeren Marmorkuchen machen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für einen Lieblingskuchen habt. Also mein Lieblingskuchen ist definitiv Marmorkuchen. Allerdings, meine erste Wahl wäre Möhrenkuchen. Ich liebe Karottenkuchen, das ist mein absoluter Lieblingskuchen. Aber da ich leider keine Karotten habe, fällt das auf jeden Fall schon mal flach. Hier muss es doch einen Marmorkuchen geben. Oh Mann, jetzt wartet mal. Ich bin mir fast sicher, dass hier ein Marmorkuchen drin ist. Ihr könnt natürlich auch im Internet nach Rezepten schauen. Da gibt es ja unendlich viele Plattformen, wo ihr einfach Rezepte nachlesen könnt und danach auch backen könnt. Und ich finde, das ist eine super coole Alternative, als wenn man einfach nur zu Hause rumsitzt und nichts tut. Hier ist er, der Marmorkuchen, und der wird jetzt gemacht. Ich habe alle Zutaten zum Glück zu Hause. Ich habe dieses Kakaopulver gerade ewig gesucht, weil ohne Kakaopulver kann ich ja keinen Marmorkuchen machen, sonst gäbe es einfach nur einen hellen Marmorkuchen. Ich vermische das Ganze jetzt und dann freue ich mich auf den Kuchen. Schon ist er im Ofen. Der muss jetzt auch noch ein bisschen drin bleiben. Ich denke, so circa 20 Minuten muss er noch drin bleiben und dann ist er fertig. Okay, schaut euch mal diesen hammergeilen Kuchen an. Er ist so schön geworden. Ich werde ihn jetzt gleich mal rausmachen. Ich glaube, er braucht noch ein bisschen. Also ich piekse da lieber jetzt gleich nochmal rein. Schaut mal bitte, wie wunderschön dieser Kuchen geworden ist. Ich habe ihn gerade umgedreht und aus der Form rausgebracht. Und ich finde, er ist so schön. Und jetzt kommt natürlich auch noch Puderzucker drauf. Wowie. Und fertig ist der Kuchen. Den kann man sich jetzt halt gut schmecken lassen. Nächster Tipp ist auf jeden Fall Wäsche waschen. Ich hatte so viel Wäsche jetzt zu Hause. Und da das Wetter unglaublich schön ist, habe ich auch die ganze Wäsche jetzt halt erstmal auf dem Balkon getan. Und hoffe, dass es schnell trocknet und ich dann noch weitere Wäsche waschen kann. Ich bin jetzt halt auf der Suche nach ein paar Deko-Sachen. Und zwar frühlingshafte Deko. Ich habe jetzt halt hier mal in meine Schublade geschaut. Hier habe ich auf jeden Fall ein paar Blümchen. Oh, ah, hier ist auch noch eine Blume. Und hier sind so ein paar Weihnachtssachen. Ich muss jetzt mal schauen, was ich hier alles zusammenkriege. Und dann werde ich einfach eine schöne frühlingshafte Deko zaubern. Ich habe jetzt einfach mal meine ganzen Frühlingssachen, die ich zu Hause gehabt habe, hier auf den Tisch gestellt. Es ist jetzt nicht besonders viel, aber dennoch denke ich, kann man da richtig schöne Sachen dran zaubern. Und was ich auch noch gefunden habe, so kleine Broschen. Ich habe die ja auch in meinen großen Kerzen, kann ich dir gleich mal zeigen. Und die werde ich auf jeden Fall verwenden. Und dann können wir da sicherlich was Tolles zaubern. Hier habe ich noch meine alte Tischdeko. Die wird jetzt gleich geändert. Hier ist sogar noch Weihnachtsdeko. Oh weia. Ich finde die zwar dennoch sehr, sehr schön, gerade diese kleinen Teelichter. Aber wir werden das jetzt alles komplett umgestalten und eine neue Tischdeko, eine frühlingshafte Tischdeko designen.
Ich habe leider diese Flecken nicht mehr rausbekommen, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das ist übrigens mein kleines Glücksschweinchen. Das war sogar bei meinem Abitur dabei. Also ich habe das so auf den Tisch gestellt und das bringt immer Glück und das darf hier immer auf dem Tisch sitzen. Ich werde jetzt halt einfach mal hier so meine Kerzen hinstellen bzw. meine Teelichter und werde die dann später einfach so hingestalten, wie ich sie möchte. Jetzt stelle ich sie einfach mal willkürlich hier auf den Tisch. Und ich denke, dass ich hier die Kerze reinmache. Muss ich gleich mal schauen. Dieses Teelicht werde ich, denke ich, nicht verwenden. Das finde ich nicht so schön. Und dann werde ich hier einfach noch diese Flaschen hinstellen. Und ich finde, es schaut jetzt schon richtig süß aus. Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen Sand drinnen. Das ist so ein bisschen bröckelig. Und hier werde ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen Sand dazugeben. Und zwar Glitzersand. Hier ist noch eine Weihnachtsdeko drin. Obwohl, der Stern kann da eigentlich drin bleiben. Und dann werde ich hier die Kerze noch reinsetzen. Und auf diese Kerze, beziehungsweise an diese Kerze, kommt hier dieser süße Hirsch. Ihr wisst, wie sehr ich Hirsche liebe. So, der Hirsch ist eingedrückt und der wird jetzt hier draufgestellt. Und schaut mal, wie süß das hier ausschaut. Und dann bekommt natürlich noch jedes Windlicht eine Kerze reingestellt. Tada! So schaut jetzt halt meine Frühlingsdeko aus. Und mir gefällt es richtig gut. Und da kann man sicherlich auch was Schönes machen und ich glaube, jeder hat ein paar Blümchen daheim und ein paar Teelichter und dann kann man sich das sehr schön frühlingshaft gestalten. Für den nächsten Tipp sollten wir einfach mal zum Kleiderschrank gehen und zwar Kleiderschrank ausmisten. Ich glaube, das machen ganz viele zu selten. Ich bin auch so ein Charakter, der hortet und hortet und hortet seine Klamotten und mistet sie nie aus. In letzter Zeit, bin ich aber ehrlich, habe ich echt viel ausgemistet und aussortiert. Dennoch mache ich das jetzt halt auch nochmal. Ich werde einfach ein paar Sachen aussortieren und was das Coole daran ist, ihr müsst ja nicht alle Sachen wegschmeißen, ihr könnt sie zu einem spenden. Ihr könnt allerdings natürlich auch ein bisschen Geld damit machen, indem ihr sie auf verschiedenen Plattformen, eBay Kleinanzeigen oder Kleiderkreisel oder was auch immer, zum Beispiel Fotos macht. Ihr habt ja jetzt halt die Zeit und dann könnt ihr so ein bisschen Geld auch verdienen. Was ihr natürlich jetzt auch machen könnt, dass ihr die Wintersachen, ich habe zum Beispiel hier einen Winterpullover, den könnt ihr natürlich dann auch aussortieren und zum Beispiel, ich habe hier so Kisten und die könnt ihr natürlich dann mit Wintersachen befüllen und Frühlingssachen und Sommersachen könnt ihr dann schon mal in den Schrank reinhängen. Aber jetzt halt gehe ich erstmal auf jeden Fall ein paar Sachen durch, die ich jetzt halt aussortiere. Ich habe zum Beispiel jetzt halt hier auch das gesehen. Das ist eigentlich ganz lustig, weil hier kann man dann einfach einen Pullover anziehen und dann hat man hier so einen Kragen. Aber ich trage das nie, deshalb wird es auf jeden Fall aussortiert. Ich denke, dass ich mir einen Kleiderkreisel-Account eröffnen werde. Und hier zum Beispiel die Pullis werde ich jetzt auch aussortieren, weil die braucht man jetzt halt nicht mehr, der Frühling kommt. Und deshalb werden die jetzt halt einfach mal aus dem Schrank genommen. Ich befinde mich jetzt gerade im Pferdezimmer und das ist ein weiterer Tipp und zwar Pferdesachen aufräumen und Pferdesachen waschen. Ich habe zum Beispiel jetzt letzte Woche diese Schabracke hier mit nach Hause genommen und die Schabracke ist super schmutzig. Das ist die Showmaster Schabracke von Crema. Die ist total glitzy, wie ihr sehen könnt. Und dadurch, dass ich die ganz oft jetzt da drauf hatte, ist sie natürlich richtig eklig. Und die werde ich jetzt gleich mal waschen. Ich werde jetzt noch weiter schauen, welche Schabracken ich auch noch waschen kann und werde dann die weiteren waschen. Also aussortieren und waschen und wenn ihr zum Beispiel Produkte nicht mehr möchtet, dann zum Beispiel eBay Kleinanzeigen oder wenn man wieder raus darf, kann man ja zum Beispiel auch an Reiterflohmärkte gehen oder ihr tauscht einfach untereinander am Stall. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Schabracke gerade reingestopft und was ich dann immer noch hernehme als kleiner Tipp, ich verwende noch diesen Hygienespüler. Der ist von Rakuten, gibt es glaube ich auch bei DM für etwas günstigeres Geld von der Eigenmarke und das kippe ich noch dazu.
Waschmittel noch rein und dann können wir die Waschmaschine auch schon anschalten. Ich stelle dann immer die Schabracke auf circa 30 Grad ein. Ich mache da immer die Wollwäsche. Es sind 800 Umdrehungen, in 40 Minuten ist es fertig. Und drück auf Start und dann kann es losgehen. Für den nächsten Tipp gegen Langeweile habe ich mir jetzt halt ein Halfter ausgesucht. Das habe ich letztes Mal bei Crema mitgenommen. Ihr könnt natürlich auch irgendein Halfter von euch nehmen, das ihr zum Beispiel pimpen möchtet. Und dann braucht ihr einfach noch so ein Garn. Solltet ihr sowas nicht zu Hause haben, könnt ihr natürlich auch Wolle hernehmen. Ich habe mir das jetzt schon vor längerer Zeit bestellt und werde jetzt halt mit dem Garn ein bisschen hier den Nasenriemen verschönern. Und ich zeige dir jetzt halt gleich mal, wie wir das machen. Als allererstes müsst ihr dann die Mitte finden von euren beiden Enden und legt dann die Mitte einmal hier drauf, dass ihr hier wirklich in der Mitte seid mit eurem Garn. Und macht dann erstmal einen kleinen Knoten, damit wir hier feste sind. Also einfach mal einen Knoten hier reinmachen. Ihr könnt einfach unten durchziehen und den Garn komplett rausziehen. Dann könnt ihr das nach drüben schieben und was ich dann mache, einmal rumdrehen, weil dann sieht man nämlich den kleinen Knoten, den wir gemacht haben, nicht. Das muss wirklich feste sein. Was ihr jetzt machen müsst, ihr nehmt einmal hier dieses Garn, legt es hier so drüber, dann geht ihr hier mit der anderen Seite, mit dem Garn, auch oben drüber, hier, also hier drüber. Und dann unten durch und zieht es hier unten raus. Und dann zieht ihr es fest. Richtig schön feste ziehen und nach oben drücken. Dann macht ihr das von der anderen Seite, dass ihr den Garn einmal drüber legt. Dann kommt das oben drüber von der Seite und dann den Garn unten durchführen und hier durch. Dann wieder feste ziehen. Jetzt nehmen wir wieder diese Seite, also immer abwechselnd. Einmal drüber legen. Dann könnt ihr hier das auch drüber legen. Und dann die zwei Enden unten durch und durch die kleine Schlaufe hier durch. Ich mache immer zwei rosane, zwei weiße. Also da müsst ihr schon auch drauf aufpassen, wie ihr das Muster gerne hättet. Und dann schiebe ich das wieder nach hinten und ziehe es wirklich richtig, richtig feste. Ich zeige dir jetzt halt gleich noch ein anderes Schema. Und zwar wollte ich weiß außen haben und nur rosa innen. Ich habe rosa und weiß zusammengeknüpft und habe ganz wie am Anfang einen Knoten gemacht und habe dann immer nur mit dem rosanen Garn angefangen. Und damit bleibt nämlich dann weiß draußen und ich finde, es schaut auch richtig schön aus. Und tada, so schaut es fertig aus und ich finde, es schaut so cool aus. Ich habe das jetzt hier auch nochmal mit einem Feuerzeug befestigt und hier unten auch. Ich würde euch aber noch raten, das mit einer Nadel und mit einem Faden einfach nochmal zu fixieren. Aber ich finde, es schaut sowas von niedlich aus. Ich bin schon gespannt, wie es der Fauni steht. Ich werde es gleich an Stall mitnehmen. Und solltest du mir auf Instagram noch nicht folgen, dann werde ich dir mal ganz kurz hier rechts im Bild meinen Instagram-Account einblenden. Dann kannst du da gerne mal vorbeischauen. Und da werde ich dir dann auch zeigen, wie Fauni mit diesem Halfter hier ausschaut. Und ich finde, es schaut so süß aus. Man könnte es natürlich hier auch noch an dem Backenteil machen. Ich bin fast am Überlegen, dass ich das auch noch mache. Und ja, mal schauen, wie das dann schlussendlich ausschauen wird. Ich hoffe natürlich, dir hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann werde ich dir hier oben mal mein letztes Video verlinken. Und zwar habe ich dir da erzählt, ob mein Stall zumachen muss oder auch nicht. Und hier unten werde ich dir noch ein Crema Live Haul verlinken. Und zwar habt ihr mir Aufgaben gestellt, was ich kaufen soll. Und ich war mit der Alina im Crema und wir hatten super viel Spaß. Es war so lustig. Und haben das gefilmt. Also schau da gerne mal vorbei. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Tschüss!